Hallo liebe Leute, und zwar komme ich jetzt zum zweiten Teil MOSFET, Kabelerneuerung und so weiter und so fort. Wie ihr seht, habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich habe alle Kabel vom Motherboard gelöst hier an der Seite. Die Kabelschläuche alle abgenommen. Ich sehe gerade hier unten ist was eingeklemmt. So, also hier diese Teile hier alle abgenommen, damit ich an die Kabel rankomme. Das gleiche hier rüber. Hier ist das stromgeführende Kabel. Das hier ist das Kabel, was das Motherboard mit Strom versorgt. Und das Power Supply, also das Netzteil, habe ich auch schon mal abgeschraubt. Hier mit den drei Schrauben war es ja fest. Der erste Schritt, den ich jetzt unternehmen werde, ist im Grunde genommen, dass ich jetzt die Unterseite, ich komme da im Moment noch nicht so richtig rum, ich muss mal gucken, ob ich das hier weiter rausgezogen kriege, weil ich habe es noch nicht kabellos gemacht. Genau, hier an der Unterseite soll dieses Teil hier festgemacht werden. Ich muss nur mal gucken, wie rum das gehört. Ich glaube, so dann. Dieser Schutz drauf und dann kommt hier dieser Anschluss rein, dieser Schalteranschluss. Wie sieht das Ganze aus? Ich nehme mal den Schalter hier raus. Da haben wir dann hier die ganzen Anschlüsse. Ein paar habe ich schon mal mit diesen Kabelschuhen versehen, wo ich dann die Kabel rankrimpen werde. Und dann kann ich in Zukunft eben mit einem normalen PC-Kabel, was ihr auch vom PC kennt, arbeiten, um es anzuschließen. Außerdem sind hier die recht offen liegenden Anschlüsse geschützt. Außerdem habe ich vor, warte mal, ich muss mal eben zur Seite greifen. So, ich hole mal hier meinen Kabelschuhkasten rüber. Werde ich sämtliche Kabel, die hier hinten rankommen, an die Schrauben, das zeige ich dann gleich nochmal näher, werde ich mit diesen Dingern hier versorgen. Also hier die Kabelschuhe, die sozusagen ein Loch drin haben, dann sind die richtig schön an der Schraube befestigt. Hier habe ich diese Schiebedinger, ich nehme mal einen raus. Das ist dieses hier, wo drin sowas zum Raufschieben ist. Wenn ich das mal deutlicher zeige, dann sind das, einen Moment, nein, das waren die falschen, sind das hier diese Teile hier. Die können hier einfach raufgeschoben werden, wie ihr seht, und dann ist der drauf. Die gibt es dann einmal mit Abdeckung, das sind die ohne, das sind die mit, ansonsten sind die drin gleich. Das ist sozusagen das erste, was ich machen werde, dass ich im Grunde genommen hier das stromführende Kabel, das große, das kommt komplett raus, weil das wird ja dann hier außen angeschlossen in Zukunft. Strom drin vom Power Supply, über den Anschluss läuft er nur noch intern rüber, über dicke Kabel, die, wofür ich ja mir die Kabel hier besorgt habe. Ansonsten kommt zusätzlich dieses stromführende Kabel, was zum Motherboard läuft, muss natürlich weiterhin da sein, weil das Motherboard muss ja noch mit Strom, Entschuldigung, versorgt werden. Da werde ich auch nur noch mal gucken, ob ich hier noch bessere Kabelschuhe finde, weil im Moment steckt das natürlich direkt drin. Ansonsten ist das Kabel dick genug für die Motherboard-Versorgung, das kann bleiben. Für die MOSFETs, die auch hier auf diese Seite kommen, werde ich dann auch wieder aus meinen Kabeln, aus diesen hier, über zwei Stränge rüberlegen vom Power Supply hier rüber, dass ich die beiden einzelnen MOSFETs, die ich habe, dann auch mit Strom versorgen kann. So, jetzt werde ich erstmal kurz einmal weiter auseinanderbauen, werde das Power Supply abnehmen, dass ich das hier vorne liegen hinlegen kann, um zu arbeiten, und dann melde ich mich gleich wieder. So, ich habe jetzt einfach mal von dem schwarzen Kabel, was vorher das stromführende Kabel war, das habe ich hier rausgenommen. Habe mir ein Stück abgeschnitten, habe das schwarze Kabel einfach entfernt, habe dann jetzt hier drei Kabel, ne, Masse, Minus, Erde, habe die alle mit hier Kabelschuhen versehen, mit den roten, die waren von der Größe her perfekt für diese Schrauben hier, und die kommen dann jetzt wieder hier ran, dann muss ich sie auf Länge zuschneiden, dass sie dann zusammen mit meinem, also sozusagen, wenn das dann so drauf sitzt, dann da bis dahin ranreicht. Ich denke mal, da werden so 5 bis 8 cm reichen. Das war das Erste. Als Nächstes würde ich jetzt hier die Kabelschuhe draufsetzen. Das mache ich gleich schon mal. Dann muss ich zweimal neue Kabel abmessen, die von da bis hierhin reichen.
Da nehme ich dann einfach diese Länge hier. Das kommt ja hin auf jeden Fall für die beiden MOSFETs und die setze ich dann auch hier ran. Das ist dann der nächste Schritt, den ich mache. Und dann melde ich mich gleich wieder. Aber damit ihr einmal seht, jetzt sind die hier dran. Okay, bis gleich. So, jetzt haben wir hier diese drei schon mal angebracht, wie ihr seht. An den drei Anschlüssen. Ich habe das alte stromführende Kabel bis zum Motherboard. Habe ich jetzt auch zwei Added End dran gemacht. Ich habe diesen Stecker abgeschraubt. Habe hier auch zwei solche Teile ran gemacht. Die kommen dann hier wieder rein. Außerdem habe ich zwei rote, zwei schwarze Kabel jeweils in der Länge abgeschnitten, dass sie von da bis hierhin reichen können. Jeweils auch mit Added End Hülsen versehen. Und jetzt geht es im Grunde an den Zusammenbau. Ich brauche natürlich noch ein paar kürzere Kabel für die Verbindung von dem Schalter. Ich muss mir gleich mal den Schaltplan angucken. Da würde ich euch den Link, den ich benutzt habe, dann auch nochmal unten in die Videobeschreibung verlinken. Und dann geht es jetzt weiter. Und zwar habe ich jetzt hier, wie ihr seht, zwei Verbindungen gemacht. Querverbindungen, einmal vom Schalter rüber. Und dann hier an den Steckeranschluss. Das ist, damit man auch den Strom an- und ausschalten kann. Das hier ist die Erde. Da kommt dann das Erdungskabel ran. Und hier an diese beiden kommt dann jeweils das Kabel ran, um dann den Strom hinzuzufügen an das Ding. Dann kommen natürlich noch die drei Anschlüsse für die beiden MOSFETs und für das Motherboard ran. Und das Ganze kommt hier rein. Ich werde jetzt einmal das hier festmachen mit Heißkleber und dann melde ich mich gleich wieder zum Zusammenstecken. So, jetzt ist er fest. Dann sieht man noch ein paar Heißkleberränder hier. Na gut, was soll's. Und dann können wir jetzt im Grunde genommen, das kommt ja, muss ich einmal kurz gucken, so ran. Also einmal die Stecker hier sortieren. Das ist wie gesagt die Erde hier. Natürlich ein bisschen eng, aber vielleicht hätte ich das auch so, die ist drauf. Dann muss man einmal kurz das Bildchen noch mal aufmachen. Dann ist das, was habe ich denn jetzt hier? Schwarz zu braun. Und blau hier drauf. Ja. Sitzt ziemlich locker. Jetzt ist es doch fest. Muss ich doch mal umdrehen hier. Ach. Ich drücke gerade den Heizkleber aus hier, sehe ich gerade. So. Das ist alles fest. Die Kabel sind natürlich ein bisschen lang, aber ich glaube, da ist genug Platz drin. Und jetzt müssen wir noch unsere ganzen Stromkabel ranmachen. Und dann melde ich mich gleich wieder, das mache ich hier. So Leute, jetzt habe ich hier einmal die 6 Kabel angeschlossen. Einmal fürs MOSFET, einmal fürs Motherboard und einmal für den Heizkopf. Jeweils 3 rote, 3 schwarze. Das fürs Motherboard ist das gleiche geblieben. Und hier sind jetzt die angeschlossen, sodass ich schalten kann. Hier draußen kommt wie gesagt der Strom ran. Und dann habe ich alles mit einem Kabelwickel umwickelt, damit das dann auch alles schön ordentlich ist. Habe mir schon mal eine Schraube rausgelegt, weil der Seite ist nichts zum Anschrauben. Ich muss mal gucken, ob das einseitig hält. Und dann kommt das so rüber hier. Na, vielleicht sind die Kabel doch leider ein bisschen lang. So.
würde es erstmal einmal rüber friemeln hier. Und das ist natürlich auch ziemlich steif, aber geht. Hält aber nicht wirklich gut. Ich schraube es jetzt mal einseitig fest und dann muss ich mal gucken, was ich tue. Und ich glaube, das wird nicht halten. Nee, natürlich nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das ist auch nicht so verbiegen hier. Weil hier verbiegt sich das schon total. Sehe ich gerade. Na, also. Vielleicht hätte ich das hier doch noch nicht zusammen machen sollen. Ich mache das nochmal. Das sind dann so die Schwierigkeiten, die man hat. Am Anfang. So. Gute Frage. Das kommt ja so wieder an die Wand. Das heißt, eigentlich sitzt das Loch nicht richtig hier. Eigentlich bräuchte ich hier geradeaus ein Loch. Da so. Wäre viel besser. Und die sind eigentlich viel zu lang. Gut, die sind biegsam, das ist jetzt nicht schlimm, aber das hier ist doch irgendwie ein ganz schöner Strang. Den müsste ich dann da irgendwie reinkriegen. Jetzt aber alles noch oben fest, das ist gut. Ja. Also ich werde mir da was überlegen, wie ich das festmache. Also wahrscheinlich werde ich hier noch ein Loch reinschneiden, dann ist das gut. Aber das war es im Grunde genommen zum Netzteil, weil ihr könnt euch das vorstellen, das kommt jetzt so rauf. Und dann gehen wir nächstes Mal weiter vor mit dem Ende, wie wir dann alles anschließen an den MOSFETs. Die machen wir hier mit dran und alles wieder neu verkabeln dann. Und ja, das wäre dann der nächste Schritt. Erstmal werde ich mir jetzt kurz noch überlegen, dass ich hier ein Loch reinschneide. Und dann ist das im Grunde genommen auch erledigt, das Thema mit dem Netzteil. Das schraube ich ja nur noch hier wieder an die Rückseite und dann bin ich damit fertig. Vielen Dank, dass ihr bei Teil 2 zugeguckt habt und ich freue mich dann mit euch auf Teil 3. Wie ihr seht, man stößt immer wieder auf Probleme, wenn man nicht so der Spezialist ist und das bin ich nicht. Ich bin auch irgendwo eher Anfänger und ja, bis dann und tschüss.